einer Germaniumdiode. Eine Z-Diode oder Zener Diode, Zener-Diode von dem Erfinder. Zener-Dioden werden zur Spannungsstabilisierung primär eingesetzt. Die Leuchtdiode, die bekannte LED oder LED. Ja, Light Emitting Diode. Eine Kapazitätsdiode oder Varicap kann eingesetzt werden, um größere Drehkondensatoren zu ersetzen. Wirkt wie eine elektrisch steuerbare Kapazität, denn wird sie in Sperrrichtung betrieben, mit steigender Spannung nimmt ihre Kapazität ab. Eine TVS, eine Transient Voltage Suppressor Diode oder Suppressor Diode zum Schutz elektronischer Schaltungen vor kurzzeitigen Spannungsimpulse. Ein Metallschichtwiderstand mit einem Wert von 100 Ohm. Metallschichtwiderstände haben kleine Toleranz und sind für Messaufgaben geeignet. Ein POTI, ein Potentiometer. So ein Widerstand, aber einstellbar. Kohlenschichtwiderstände sind besonders geeignet für Hochfrequenzanwendungen. Hier ein Widerstand mit 10 Kiloohm. Ein Widerstand in der Ausführung oder Bauart SMD, Surface Mounted Device, mit 22 Kiloohm. Beim PTC-Widerstand oder PTC-Thermistor ändert sich sein Widerstandswert temperaturabhängig. So leitet es Strom besser, wenn die Temperaturen in seiner Umgebung niedrig sind. Ein Keramikkondensator mit 8,2 Picofarad, auch Kerco genannt. Elektrolytkondensatoren sind gepolte Bauteile, die nur mit Gleichspannung betrieben werden dürfen. Beim Elco ist das lange Bein, komm schon, da. Üblicherweise auch der Pluspol. Hauptvorteil von Elektrolytkondensatoren ist die relativ hohe Kapazität im Vergleich zu den Keramikkondensatoren. Ein Drehkondensator. Da. Man hat sich hier die Werte gemerkt von 0,015 bis 0,05 Nanofarad. Drehkondensator. Ein Doppeldrehkondensator sind zwei Kondensatoren, die man gleichzeitig einstellen kann. Ja, anwendbar, da wo zwei separate Schwingkreise eingestellt werden müssen. Aber nicht nur, man kann auch die zwei Drehkondensatoren auch im Parallel oder in Serie einschalten, je nachdem, was man braucht. Hier hat man sich die Werte gemerkt, 0,01 bis 0,145 Nanofarad jeweils each. Jeweils also von sehr wenig, von 0,01. Bis der maximale Wert hier von
0,145 Nanofarad. Ein Doppeldrehkondensator. Ein kleinen Drehkondensator mit von 4 bis 40 Picofarad kann man oben mit einem kleinen Schraubendreher, am besten aus Kunststoff, einstellen und hat hier unten sein Beinchen. Da. Ein Drehkondensator. Eine Spule gewickelt um einen Ringkern aus Ferrit. Eine Spule aus Kupferlackdraht gewickelt um ein Rohr. Bleib still. Ruh. Brav. Eine Spule, die ist direkt angelötet an einem Drehkondensator. Zusammen bilden sie einen Schwingkreis. Ein Transistor. Ein Transistor. Hier handelt es sich um einen Transistor vom Typ NPN. Kann man anwenden im Bereich Hi-Fi als Verstärker, aber nicht nur. Ein Transistor und ein Kühlkörper für ein Transistor. Schrumpfschlauch, ein Stück Kupferlackdraht, ein Trafo, der Transformator, eine Platine zum Löten, eine Steckplatine, Schalter, Brücken und Kurzschlussbrücken oder Jumpers.